Chef kam in die Küche und hat mir die Einladung hingelegt und hat gesagt, dann meldest du dich an, morgen ist die Anmeldung im Briefkasten. Und so bin ich zum Wettbewerb gekommen. Das ist sehr reizvoll, weil halt viele Sponsoren die ganze Sache unterstützen, namhafte Sponsoren die ganze Sache unterstützen. Es deutschlandweit ausgetragen wird und auch relativ groß ausgetragen wird. Also man hat wirklich eine große Leistungsdichte, denke ich. Dieser Titel Koch des Jahres, der reizt mich natürlich. Und ja, ich möchte halt sehen, auf welchem Niveau die anderen Kollegen sind. Vor allen Dingen, wo ich das mitgekriegt habe, dass man 3 Gänge in 15 Minuten anrichten muss, das wollte ich schaffen. Wenn wir an den Ursprung des Wettbewerbs denken, der halt aus Spanien kommt, wo die Veranstaltung schon seit 6 Jahren inszeniert wird, sehen wir durchaus Parallelen in Deutschland. Das heißt, wir richten uns an genau das gleiche Niveau der Köche. Dort war es auch so, dass Köche Koch des Jahres geworden sind, die kurze Zeit später sich ihren ersten und teilweise auch ihren zweiten Stern erkocht haben. Und genau auf dieses Niveau zielen wir auch in Deutschland bei unserem Wettbewerb Koch des Jahres ab. Für den Wettbewerb ist auf jeden Fall wichtig, Geschmack zu vermitteln. Es ist auf jeden Fall wichtig, auch kreativ zu sein. Also jeder Koch, der hier dran teilnimmt bei dem Wettbewerb, muss natürlich Liebe zum Beruf mit sich bringen, Liebe zum Detail, Spaß, Freude, vollen Ehrgeiz mitbringen. Also ich will einfach nur geil kochen und ja, ich glaube, das kann ich hier am besten ausleben. Wir denken, dass die Köche einfach wie Stars sind. Ja? Sie sind richtige, wahnsinnig gute Leute, die auf jeden Fall eine Möglichkeit haben müssen, in die Öffentlichkeit sich zu präsentieren. Wir unterstützen Koch des Jahres, weil wir über diese Plattform den direkten Kontakt mit dem Profikoch erhalten und so auch eine gewisse Interaktivität erzielen können. Wir fördern eben gerne den Nachwuchs, sodass wir nicht nur unsere Produkte den Kunden zur Verfügung stellen, sondern auch unsere Consulting-Leistungen oder eben wie hier auch Einblicke für die jungen Köche geben, dass sie sich in ihrem Leben weiterentwickeln. Wir haben jetzt 30 sehr feine, leckere Sachen probiert. Es waren sehr anspruchsvolle Sachen dabei, wirklich mit sehr hohem Niveau, wirklich sehr ausgefeilte Rezepte und Ideen natürlich der Präsentation und des Geschmacks. Und am Ende wird sich natürlich dann zeigen, wer denn hier die 2 Gewinner sind.